Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4. Ach komm, warte. Natürlich berechnen wir erstmal den Leuten, dass wir da wieder super Arbeit geleistet haben. Wo ist er denn? Ja. Ich wünschte nur, ich könnte endlich. Ja, ja. Können wir jetzt aufhören, uns Gedanken wegen des Tributs an die Raider zu machen? Ja, ja, Seid ihr jetzt froh, dass ihr euch entschieden habt, die Minutemen zu unterstützen? Natürlich. Es ist schön zu wissen, dass wir aufeinander aufpassen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Wir haben dein Radiosignal gehört und wollten es mal probieren. Es ist nicht perfekt, klar. Aber mit ein bisschen Arbeit können wir es schaffen. Also sag mir, wenn ich irgendwas Bestimmtes machen soll. Ja. Ja. Ich zeige es dir. Klar. Was? Was ist das denn? Ja, du sollst... an der Werkstatt arbeiten. Keine Ahnung. Irgendwas tun. Ist mir doch egal. Die Siedlung interessiert mich. Dreck. Ich will die Leute bei der Burg haben. Ja klar, das ist super, aber... Wo ist er denn? Aha. Einfach in meinem Kinderzimmer. General, erinnerst du dich noch an die Siedlung, die um Hilfe gebeten hat? Ist alles wieder in bester Ordnung. Gut. So erobern wir das Commonwealth zurück. Ein kleiner Sieg nach dem anderen. Mhm. Oh, ich habe ein Level Up. 31. Da war doch irgendwas auf 31. War das das mit dem Schnellreisen? Ne, das kann ich schon, okay. Verursachen 80% mehr, war das das? Oder die Gesundheit? Ich vermute, das ist das dann. Das würde ich auch am ehesten machen. Das nächste kriege ich bei 46. Oh Gott. Na gut. Na, es ist ja... Dauert ja noch. Bis dahin. Es dauert ziemlich lange wahrscheinlich noch bis dahin. Ich habe gerade kurz überlegt. Weißt du, ich bin im Kopf nochmal diese Unterhaltung durchgegangen, als ich dir mehr oder weniger sagte. Yo. Nein. Du weißt, ich wollte. Ganz meine Meinung. Auf viele Tage. Ja. Das haben wir schon eine Milliarde Mal gehört, Piper. Eine Milliarde Mal. Und das vermutlich wörtlich. Hallo? Kann das mal funktionieren? Aha. Die Farm ist nichts Besonderes, aber immerhin. Yo. Ich würde gerne mal schlafen. So, damit ich nämlich auch morgen... Das ist doch super, meine drei Geräuschkulissen gleichzeitig parallel hier gerade. Die Musik aus dem Radio, die Musik von Fallout und die Musik hier irgendwie noch so im zweiten Radio. Und dann noch dieses Flugzeug. So. Ich will nur ein bisschen handeln. Ja. Nein. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Klar, ich schaue es mir an. Hier ist...
Es ist schon besser. So. Habe ich noch Rüstungen? Und wieder eine neue Quest. Ja, ich schau mal, was du... Großartig. So. Duffout, Black Eye. Munition geht natürlich auch immer weg. Wie Butter. So, ja, es geht. Hallo. Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Ja. Du solltest. Ich bräuchte ein paar Vorräte. Mal sehen, was ich. Jo, noch mehr Munition, so, und dann der Piper noch wieder. Sag einfach. Ein paar Waffen. Bescheid. Jo. Ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Mhm. Ja. Nein. Was fühlt sich denn komisch an? Beschreib mir was. Hallo. Wenn du Hilfe brauchst, kann ich mir dich mal ansehen. Aha. Ich bräuchte ein paar Vorräte. Mal sehen. Das mit diesem, dass man die Sachen überspringen kann, müssen sie aber irgendwie noch besser machen. So. Wie verkaufe ich denn jetzt noch das letzte? Wie sieht das eigentlich aus? Moral und so 80, okay. Man könnte ja mal nämlich überlegen, ob man so langsam jetzt halt wirklich anfängt, das hier auszubauen, aber... Ich habe mir das so vorgestellt, bald man mich hier nach über diesen Helikopter überhaupt noch hört. Halt, dieser Raum hier, wo wir uns jetzt befinden, wird so hoch wie dieser Funkturm. So. Dass das halt so eine Halle ist, die hier bis zum Funkturm geht. Und dann quasi auf den Mauern. Das ist ja jetzt relativ breit, sage ich mal. Wird dann das Gebäude errichtet nach oben hin. Und nach innen kommen so... Ich kann es am besten zeigen, indem ich es wahrscheinlich baue. Homecoming? Ist das da? Genau. Mache ich dann so... solche Catwalks. Hier so quasi so an die Wände. Dass das, ne, mit Nef-Meshing, das ist nämlich ganz wichtig, dass man quasi so in die Nutzräume hat und außen quasi so, ja, wie diese Stahldinger da, die man da so sieht. So Balkone, wo man laufen kann. So, dann hier in diese Halle reingucken kann. Ja, der ist abgestürzt. Und in dieser Halle kommt dann unten hier noch quasi so ein Ring an Geschäften, soll das hier so sein. An Sachen, die man halt machen kann. Die so halb offen sind mit so Restaurants, wo Tische draußen sind und da quasi das alles so zusammensteht. Da müssen auch nicht noch diese Generatoren irgendwie, ich sag mal, schöner gemacht werden. Und dann, das ist so quasi so das erste Stück. Dann so über das Ding, also es sind
5 Stockwerke würde ich vermuten. Also das ist also 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ne? Dann kommt einmal der Boden hier, dass das quasi zu ist. Bis dahin ist das nämlich offen oben. Da drauf soll dann ein Theater, was nochmal etwa so hoch ist wie das hier. Wo man halt von oben, das ist so eine Arena, wo man dann so reingucken kann mit Scheinwerfern und allem, was dazugehört. Und da werde ich noch überlegen, ob ich das entweder so mache wie halt hier, dass ich da diese Stockwerke habe, Träume, oder ob ich da halt wirklich nur Sitztribünen mache, wo man zugucken kann. Und da drauf dann nochmal mein Penthouse mit Überblick. Also, dass das ganze Ding so 11-12 stöckig wird. Und ja, das kann ich mir eigentlich ganz nett vorstellen. Und ich kann mir da halt alles einpacken können. Alles, jeden Kack werde ich da reinmachen können von diesen Dingern hier, die ich habe. Aufzüge, ja, das ist auch, also ich werde auf einer Seite vermutlich, also das ist ja der Haupteingang, ne? Da müssten ja hier tatsächlich da in der Ecke, naja, das ist dann so die Hauptseite, müssten hier Aufzüge hin, weil vermutlich da drauf auf die Treppe. Es gibt ja auch einstöckige Aufzüge, ne? Ja, 2-Etagen-Dinger. Das kommt dann vermutlich irgendwie so hier hin. Da muss ich dann noch gucken, wie ich das irgendwie mache. Quasi, dass man... Ja, irgendwie so hier... Halt, das kriegt man hin. Und dann halt da die 4-stöckigen Dinger da oben drauf. Ja. In den oberen Etagen davon werden dann wahrscheinlich auch noch Wohnungen für die Leute sein, dass dieser Schlafsaal da unten irgendwann ausgebaut wird durch ein Restaurant oder so. Ja, also wird ganz lustig. Mission, ich hab doch Missionen. Kehre zu Hancock zurück, finde Objekte, bringe Fred Allen ein. Achso, das sind ja alles Sachen, die ein bisschen weit weg sind. Reise nach Quay Garden. Ja, das könnte ich mal machen. Was am Arsch. Das war so eine typische... Ich war da noch nicht. So eine typische Minuteman-Mission. Weil die müssen doch auch begrenzt sein, oder? Es kann ja nicht sein, dass es da unendlich viele davon gibt. Weil es ja irgendwann an alle Orte quasi abgedeckt hat. Und ich kann ja nicht an Orte nochmal gehen, wo ich schon mal war. Das geht ja nicht. Und wenn das Gebäude übrigens bei der Burg immer noch nicht hoch genug ist, dass man es von hier aus sieht, dann muss es halt noch höher. Und hier sind viele Roboter. Wenn du handeln willst, dann lass uns einen Deal machen. Aha. Aufseher Green. Green, mein Name, und Handel steht auf dem Programm. Bereit fürs Feilschen im Garten? Sicher. Ich muss dem eh noch ein paar Sachen verkaufen. Bereits deinen großartigen Einkaufstab zu starten. Du klingst wie der Moderator einer Spielshow. Das ist die korrekte Antwort. Gut gemacht. Ladies und Gentlemen, sollen wir dem glücklichen Gewinner verraten, welchen großartigen Preis er gewonnen hat? Was habe ich denn genau gewonnen? Hier entlang bitte. Schauen wir uns den großartigen Preis einmal an. Das ist irgendwie beunruhigend. Ein Auto oder was? Hä? Hallo? Oh.
Zellmutterbeeren genommen. Aufseher Green. Ein brandneues Auto. Wow. Wenn du bereits das Neueste in Sachen schicker, atomar betriebener Mobilität besitzt, kannst du dir deinen Preis auch auszahlen lassen. Wie klingen 100 Kronkorken? Ja. Ich nehme die Auszahlung. Hier, bitteschön. Wenn du den Gewinn dazu nutzen willst, etwas von Robco zu kaufen, dann werden wir uns sicherlich nicht beschweren. Haha. Nun, es war mir eine Ehre. Danke, dass du mitgespielt hast. Ein Auto. Ja, da freue ich mich natürlich. Total. Willkommen in Grey Garden, Liebling. Dies ist die erste und einzige Hydrokultureinrichtung im Commonwealth, die ausschließlich von Robotern betrieben wird. Es gibt hier keinen einzigen Menschen? Tja, der Laden ist so sauber, dass es schon fast unheimlich ist. Ganz richtig, Liebling. Wir sind vollkommen autark und benötigen keinen Menschen, der unsere Tätigkeiten überwacht. Du musst wissen, dass es hier zwei Arten von Robotern gibt. Die Arbeiterdrohnen übernehmen einfache Tätigkeiten und Wartungsaufgaben. Wir Aufseher, also ich selbst, Green und Brown, besitzen komplexe kognitive Prozessoren. Wir sind in der Lage, komplizierte Probleme zu analysieren und Entscheidungen zu treffen. Ein Beweis für die Genialität unseres Erbauers, Dr. Edward Gray. Mhm. Der Mann war offensichtlich brillant, wenn er so etwas erschaffen hat. Das hätte ich selbst nicht besser sagen können, Liebling. Robotertechnik und künstliche Intelligenz waren die große Leidenschaft unseres Erbauers. Nur seine Liebe zum Fernsehen war ähnlich groß. Vielleicht ist dir bereits aufgefallen, dass ich eine recht einzigartige Persönlichkeit besitze, so wie auch die anderen Aufseher. Du bist wirklich was Besonderes. Mhm. Ja, einzigartig trifft es wohl. Ist nur schwer zu übersehen. Ich nehme das mal als Kompliment, Liebling. Schließlich will eine Frau ja alles andere als gewöhnlich sein. Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die du wissen solltest. Sprich mit Green, wenn du Vorräte brauchst. Wenn du Kronkorken benötigst, hat Brown eventuell ein paar Jobs für dich. Ah, da wäre noch eine Sache. Eigentlich eine Frage. Sag mal, was hältst du eigentlich von dem Wasser in der Gegend? Ist doch in Ordnung. Mann, glaub mir, es ist schrecklich. Einfach schrecklich. Geringer Druck, hohe Strahlung. Eigentlich ist es giftig. Stell dir vor, was es mit meiner Haut macht. Das funktioniert nicht. Ich will mich nicht aufdrängen, aber könntest du uns vielleicht helfen? Ja, klar. In Ordnung. Wunderbar, einfach wunderbar. Unser Wasser kommt hauptsächlich aus der alten Western-Anlage südlich von hier. Ein echter Schandfleck. Sei so lieb und schau da mal vorbei. Finde raus, was du tun kannst. Vielleicht ein bisschen aufräumen? Ist bestimmt schmutzig. Wenn du es zum Laufen bringst, lasse ich mir auf jeden Fall was Schönes einfallen. Ja. Irgendwie, was ist das? Bring mir ein paar Mutterbeeren für die Aussaat. Dann landen Kronkorken in deiner Tasche. Also, ab mit dir. Brown? Kronkorken gegen Mutterbeeren. So läuft das hier. Okay. Ja, wenn das so ist. Hallo. Dann lasse ich mir das jetzt nicht entgehen. Also, oh, das ist der falsche. Kümmer dich bitte um das Wasser, ja? Bereit, die Mutterbeeren abzugeben? Ja. Ja, ich nehme die Kronkorken. Wunderbar.
Hier bitte. 2 Kronkorken pro Stück. Ja. Das ist merkwürdig. Ja. Ich würde sagen, ich mache erstmal Cut, bis dann ist.